Ja, Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Xabottchen. Wir spielen Corekeeper. So, und das Ganze hier geht es voran. Ich bin beim letzten Mal hier. Kann ich hier sprinten? Nee. Beim letzten Mal hier hoch. Und ganz oben. Ich muss noch ein paar Lämpchen noch setzen. So, und hier oben haben wir ein neues Biom gefunden. Eigentlich haben wir jetzt zwei neue Biome gefunden, tatsächlich. Und zwar haben wir hier einmal so ein Lehmbiom, heißt das, Clay. Und in dem Lehmbiom habe ich auch Zinn gefunden. Zinn ist das, was wir suchen. Was ist das hier? Grub Carboxid. Okay, Grub Carboxid. So, hier drüben geht es offensichtlich weiter. Okay, da oben ist was. So ein bisschen Blick werfen. Alright, hier sind noch jede Menge. Oh! Was ist das? Hier sind Kisten. Kisten sind interessant. Caveling Chair, okay, ein Stuhl. Caveling Table. Caveling Bed, nice. Caveling. Eine Zinn Pickaxe. Ich habe jetzt eine Kupferpickaxe 23, 27, 34, 40. Jawohl. Gib her. Nice. Ich bin schon wieder voll, ne? Ich bin gerade hierher gerannt. Ich wollte ja nicht Zinn sammeln. Okay, also ich versuche zumindest auf jeden Fall was mitzunehmen. Und deswegen sind wir ja hier. Wegen des Zins. So, ich hab doch hier habe ich auch noch was Lizenzen, genau. Okay, Gold. Hm.
Okay, wieder zünden. Kriegt gar nicht kaputt. Okay. Dann gehe ich hier nochmal rein, ne? Gut, sonst. Gehen wir halt in diese Richtung. Nochmal ein bisschen gucken. Letzte hat auf jeden Fall schon mal wieder was. Licht rein und hier ein Licht rein und hier ein Licht rein. Okay. Mehr davon. Okay, so, ja, mehr Glitzer habe ich jetzt nicht gesehen, ne?
Mehr Glitz habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist noch eine Angel. Noch ein X. Mehr davon. Thank you.
Alright, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug. Habe ich. Muss ich alles hier lassen? Pilze. Ich habe jetzt erstmal genug, damit wir uns die nächste Werkbank, glaube ich, bauen können. Ich will abkürzen. Ne, ich muss da oben wieder lang. Alright. Das nützt nichts. Wir müssen hier oben lang. So, dann hier runter. Hier könnte ich noch mal eine Fackel hinstellen. Noch weiter runter. Der Weg ist ganz schön lang. Point and running. ...2% Movement Speed after running constantly. 5% Dodge Chance after standing still for a short duration. Dodgen. Ach, keine Ahnung, wie das. Mama. Da drüben blinkert was. Aber ich bin voll mit Materialien und ich nehme mein Zinn. Mein Zinn. Umbauen, umwerkeln. So, diese Zinn muss hier rein. Wo habe ich denn die? Da. 68 Zinn. Wuhu! Holy Wackamoli. Sehr schön. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal da solche. Sowas. Dann habe ich noch mal eine schöne Kiste gefunden, tatsächlich. Die schöne Kiste stellen wir mal hier daneben. Die Kiste tun wir mal Baukram, sowas. So eine Handwerkskrempel-Geschichten. So, dann nehmen wir hier, machen wir noch mal kurz Pflanzen, während das andere durchläuft. So, bewässern.
bewässern und wieder auffüllen. So, dann gucken wir hier nochmal hin. Dann können wir den nochmal rausnehmen, dann machen wir da nochmal hin. Dann gucken wir das und das nochmal. Und das. Dann. Das Gold erstmal weg. Dann auf jeden Fall die neue Hacke reparieren. Scheint mir zu gefallen. 21, das reicht doch schon, ne? Jetzt noch mal gucken. Die Zinnwerkbank. Boom! So, was bringt uns das? Das bringt uns... Was ist das hier? Paintable Wall. Rucksack. Rucksack, auf jeden Fall. Ja, guck dir das an. Mega. Genial. Super duper. So, ein Zinnschwert kostet dann 7. Gen Anvil, Better Anvil for Creating Gear and Weapons. 8. Tinmar, 20 Eisenbar. Eisenbar habe ich gar nicht, ne? Tinbar Railway Forge. Okay, nice. Carpenter to work on for crafting decorative furnishing. Okay. Painter's table, create a selection of colorful brushes. Boah. Da traue ich mich nicht mehr Sorgen. Also auf jeden Fall Tin Anvil. Chemie. 8 Schleime. Habe ich 8 Schleime? Wo 8 Schleime habe ich? Warte, habe ich 12? Dann machen wir auf jeden Fall erstmal den, würde ich sagen. Bevor wir was anderes machen, machen wir den. So. Der lässt mich machen. Bronzehelm. Kupfer, Zinn und Fiber. Slingshot, Tin Dagger. Ja, komm, wir machen erstmal den Helm. Und schon mal den Bronzehelm. Alright, cool. Fünf Stück. Alright, alright. Dann gib mir den Alchemie-Table. So, was kann der Alchemie-Table? Der kann Slime und Hardberries für Healing Potion. Okay, nice. Der kann Bomben.
Enrage, Stone Skin Potions. Alright, alright. Cool, cool. Gut, dann gibt mir nochmal so eine Kiste. So. Dann können wir schon mal diese Potions hier reinmachen. Und dann. Wir haben Slime, Slime, Slime. Okay, also Schleim kommt in die Kiste. %30 Health. 5 Sekunden. 32% Melee Damage für das, okay. 34 Armor für eine Minute. Bomb Pepper plus Slime Crude Bomb. Okay. So, was fehlt denn jetzt noch? Railway Forge, Advanced Forge to create Underground Rail Systems. Auf den Entfernungen sicherlich geil. Nehmen wir einmal. So, was brauchst du denn dafür? Holz und Zinn. Okay. Das ist auf. Das ist fair. Dann gibt mir mal nochmal so eine Kiste. Gucken wir da hin. Und da hineinkommt. Auf jeden Fall Holz. So. Hier haben wir auch jede Menge Holz. Gut, was fehlt noch? Painter's Table, Iron Workbench, Spike Trap, Carpenter Table fehlt auch noch. For decorative furniture. Okay. Fiber, Holz, Wood und Stonewall. Stonewall, Claywall. Okay, also Walls und da rein. Okay. Acht Slimes für den Painter Table. Acht Slimes für den Painter Table. Der kriegt auch nochmal eine Kiste. Restlichen Slimes gehen hier rein. Farben. Holz und Schleim. Okay.
Welches? Was fehlt denn jetzt noch? Jetzt fehlt noch. Und auf jeden Fall ein Schwert. Anvil habe ich, Alchemie-Table habe ich, Painter-Table, das habe ich. Was habe ich? Ich will nur noch die Iron Forge. Dafür brauchen wir Iron Bars. Okay. Und dann natürlich ein bisschen für die Rüstung, ne? Jetzt sehen wir aus hier wie Sparta. Sparta! Nom 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 nom. Gut, Sparta mit dem Schwert. Yeah! Wir sollten Speer und Schild dann haben. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war sehr ergiebig. Wir haben so viel Zinn, wie wir brauchten. Bisschen noch für die Rüstung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Däumchen, Kommentare da lassen. Ihr wisst Bescheid. Ich kenne euch aus. Bis zum nächsten Mal. Euer Xabotchen. Reingehauen.